Ja, der Albert Ramos Iniolas ist für mich ganz ein heisser Turniersieger, weil er hat von mir aus im Laufe dieser Woche wenig Kräfte gebraucht. Er hat leicht die erste Runde gehabt, klaren Sieg gegen Laaksonen, auch nicht allzu viel Kraft gebraucht im Viertelfinale und hat Fernando Verdasco geschlagen, das muss er zuerst machen. Er hat eine grosse Erfahrung, ist Weltnummer 17 mal. Für mich ist er auch, weil er nicht allzu viel Kraft verbraucht hat, wirklich ein ganz heisser Kandidat für den Turniersiegstart 2019. Ja, mir hat auch schon im ersten Match gedacht, ja, der Laaksonen war nicht gut gewesen, aber mir hat der Ramos Viñola schon dann sehr gut gedacht. Er hat sich eigentlich immer noch gesteigert, hat keinen Satz abgegeben und hat, auch in den wichtigen Momenten hat er können zulegen. Und, ja, ich würde auch sagen, er ist sehr gut in Form. Letzte Woche war er im Halbfinale, jetzt ist er wieder im Finale. Was bei ihm so ein Fragezeichen ist, er hat erst ein Turnier gewonnen und war 7 Mal im Finale. Schauen, ob er ein bisschen zu zittern überkommt. Er ist gut gestartet und er ist eben nicht nur vom Sand gut, sondern er ist auch einer, der vom Hartplatz sehr gut spielen kann. Und ich habe einfach das Gefühl, das kommt ihm morgen alles, das gesamte Package entgegen. Ja, das habe ich auch den Eindruck. Wenn wir jetzt zu seinem Finalgegner gehen, Fredrik Marcel Stäbe, der hat noch kaum Selbstvertrauen können tanken diese Saison, kommt vor einer Verletzung zurück, hat weder auf der ATP-Tour noch einem Challenger-Event ein Match gewonnen im Hauptturnier, kommt daher und macht eine Siegesserie. Vor allem ist das schon sehr überraschend. Aber ja, so wie er jetzt heute gespielt hat, 2 Dreisätzer gegen Gegner, die klar favorisiert waren. Oder? Der Fabiano hat in Wimbledon super gespielt. Der hat den Tsitsipas geschlagen, den Karlovic geschlagen. Den hat er mögen. Und jetzt auch der Sousa, der eigentlich hier meistens recht gut gespielt hat, er vom zweiten Satz eigentlich auch mehr oder weniger im Griff gehabt. Von dem her ist es sehr überraschend und eine sehr schöne Geschichte, dass der hier im Finale ist. Für mich ist das eine Traumgeschichte, es ist ein Märchen, wie es eigentlich jedes Turnier sollte erleben und so würde verdienen. Und was mir gefallen hat, einfach der Kampfgeist. Und er macht relativ wenig Fehler, ist ein solider Spieler, hat einen guten Aufschlag, lässt sich nicht abhängen. Und all das Gesamte, was ich jetzt heute gesehen habe, über 4 Stunden Tennis, und das nie aufgeben, das könnte morgen natürlich, gerade wenn es vielleicht auch vom Wetter her Unterbrüche gibt, ein grosser Trumpf sein. Und ich finde ihn ein sehr sympathischer Typ. Und das internationale Tennis auf dem Level, wo wir jetzt gestartet sind, auf einem 250er-Event, immer noch solche Figuren rausbringt, das ist doch schön. Und 2 Linkshänder gegeneinander morgen ist zusätzlich attraktiv. Also ich würde den noch nicht ganz abschreiben, aber es ist natürlich schon so, dass er körperlich sicher ausgelaugter wird sein. Und vor allem, und das darf man nie unterschätzen, das hat auch mental Kraft gekostet heute. Ja, ich glaube auch, die Anstrengung spürt man dann meistens erst am nächsten Tag. Jetzt im Halbfinale hat er die Anstrengung vom Morgenspiel hat man ihm eigentlich nicht angemerkt. Das spürt man meistens erst am zweiten Tag. Und ich darf nicht vergessen, er ist ein deutlich besserer Spieler, als er klassiert ist. Oder? Er hat schon 2 Mal in die Top 100 geschafft. Ist 2 Mal sehr schwer verletzt gewesen. Einmal musste er 2,5 Jahre aussetzen, wegen Rücken, Leisten, Hüftproblemen. Einmal musste er 1,5 Jahre aussetzen, wegen 3 Handgelenkoperationen. Ist jetzt erst im April wieder zurück auf die Tour gekommen. Ja, die Resultate haben bis dahin noch nicht gestimmt, aber er ist sicher vom Niveau her problemloser Top 100 Spieler. Absolut, wenn man jetzt schaut, er hat das Protected Ranking und ist dort bereits unter der Top 100. Und der Kampfgeist, den er jetzt hier angelegt hat, der kommt eben nicht von nichts. Wenn man so viele Verletzungen muss überstehen in einer Karriere, so schwere Verletzungen und so lang, dann hat man eben eine spezielle Möglichkeit, diese Kampfqualität zu entwickeln. Ja, es ist wirklich schwierig zu sagen, aber ich sehe Ramos Viñolas auch als Favorit. Nicht als Haushöhe, aber doch als relativ klare. Es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Affische. Und ja, wenn es der Stäbe wäre, wäre es wirklich ein riesiges Tennismärchen. Und wenn es der Ramos Viñolas wäre, könnte man sagen, der Spieler, der beste Spieler in dieser Woche, hat wirklich auch den Titel geholt, alles in 2 Sätze bis jetzt geschlagen, super Figur abgegeben. Und eigentlich er ist schon ein sympathischer Typ.